Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe hier auf unserem Kanal. Wir wollen uns nämlich heute genauer die Config von einem ganz besonderen Projekt anschauen. Dazu bin ich verbunden mit David Mehler, Projektleiter Smart Home von unserem Luxon-Partner KSE Konzept GmbH. Servus David, erstmal schön, dass du Zeit hast für uns heute. Hallo Moritz, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Grund, warum wir sprechen, ist, wir haben neulich ein Projekt von euch besucht in der Nähe von Fulda. Und da ist das Thema PV-Anlage ganz intensiv gelöst worden. Ihr seid Experten auf dem Gebiet, das kann man ja ruhig sagen, und kennt euch, glaube ich, mit PV extrem gut aus, vielleicht wie wenige momentan in Deutschland, und habt da eine wirklich ganz besondere Integrationsmöglichkeit realisiert. Und wir haben darüber gesprochen bei dem Projekt, das, was man vor Ort sozusagen mit den Augen sieht, aber wir wollen das nochmal genauer beleuchten, wie das Ganze aussieht hinter den Kulissen. Sprich, wir werfen einen Blick heute auf unsere Config, beziehungsweise auf eure Config in dem Fall. David, vielleicht holst du uns noch mal ganz kurz ab, erzählst ein, zwei Sätze zu dem Projekt an sich. Mit welcher Größe haben wir es da zu tun, von der PV-Anlage, von dem Speicher und so weiter? Also wir haben da ein Objekt erstellt oder miterstellt, was in zwei Bauabschnitten gebaut wurde, jeweils 10 Wohnungen. Und jeder Bauabschnitt verfügt über eine PV-Anlage mit ca. 110 Kilowatt Peak Leistung, einem großen Wechselrichter, alles zentral, und einem großen Stromspeicher sowie Wallboxen. Also bei dem ersten Bauabschnitt haben wir 10 Wallboxen installiert, plus einen Stromspeicher von 150 Kilowattstunden. Mit einer Ausgangs- wie Eingangsleistung von 60 kW dauerhaft und im Peak 75 kW. Das heißt, das Haus kann komplett über diesen Speicher zu Nacht- oder Nicht-Sonnenzeiten versorgt werden für 10 Wohnungen. Die Wärmeerzeugung läuft alles über Infrarotheizung, elektrische Deckenheizung. Die Warmwassererzeugung läuft über dezentrale Durchlaufhitze. Das heißt, wir haben keine Wärmeverluste durch Leitungsübertragungen und haben keine riesigen Technikflächen, die wir schaffen mussten, sondern alles über dezentrale Lösungen geregelt. Ja, und Wallboxen habt ihr natürlich auch jede Menge noch im Einsatz. Das gucken wir uns jetzt aber gleich mal im Detail an. Ich würde sagen, du gibst uns einfach mal deinen Bildschirm frei, David. Wir gucken einfach mal auf die Config und schauen uns dort mal zunächst an, wie die PV-Anlage und der Wechselrichter in Luxon integriert sind. Die PV-Anlage haben wir in dem Falle über die Netzwerkschnittstelle eingebunden. Also wir haben dort SMA-Geräte verbaut, zum Beispiel den Data Manager, an dem der Speicherwechselrichter hängt, der uns hier über die Sensoren die aktuelle Ladung in Prozent ausgibt, die Leistung der Ladung oder Entladung der Batterie und den PV-Wechselrichter, der uns eben auch sagt, was passiert hier im Endeffekt auf meinem Wechselrichter. Aktuell ist es jetzt 8:15 Uhr. Wir haben aktuell 10,31 kW Leistung, die vom Dach kommen und die gehen in dem Falle, wenn man sich jetzt mal den Fluss anguckt, komplett ins Gebäude rein. In dem Fall in den Speicher, weil der Speicher eben noch bei 49% Ladung ist. Okay, wie war die Einbindung sozusagen von dem Wechselrichter, von der PV-Anlage für dich, für euch? Wie war die Integration? Wie hat das für euch funktioniert in Luxon? Na, es war natürlich am Anfang erstmal ein bisschen Lernen, weil das das erste größere Projekt war, bei dem wir wirklich viele Stromflüsse und viele kleinteilige Sachen dann zusammengeführt haben. Das heißt, alle Zähler der Wohnungen, der Wohnungsverteilung sind über Modbus RTU eingebunden, dass das alles zusammenspielt. Die PV-Anlage an sich einzubinden war dann nicht mehr so ganz schwierig. Man hat da diese Register oder IO-Adressen, die man sich von SMA eben raussuchen kann. Die sind da frei zugänglich. Mit denen bindet man eben die Wechselrichter ein, wenn es da noch kein fertiges Template in der Library gibt. Was in dem Falle bei den großen Wechselrichtern, weil die einfach zu selten bis jetzt wahrscheinlich verbaut wurden, einfach noch nicht da war. Jetzt bei so kleineren Fronius-Wechselrichtern, das funktioniert alles ganz gut, aber die großen Geräte, die waren da nicht verfügbar und dann mussten wir uns da selber die Sensoren und Aktoren zusammenbasteln.
Könntest du ja einfach abspeichern und dann in die Library hochladen. Dann hätten wir ein Template ja. drin. Also das behalten wir mal im Hinterkopf, weil ihr habt das ja jetzt hier in dem Fall schon gemacht. Vielleicht klickst du einfach mal nochmal drauf, dass wir nochmal genauer sehen, okay, wo habt ihr da welche Adressen wie eingegeben, dass du es uns einfach mal an einem Beispiel vielleicht zeigst. So, wir haben im Endeffekt jetzt den Core 2, das ist unser Wechselrichter. Da interessiert uns eigentlich nur die aktuelle Leistung auf allen Phasen. Was anderes ist für uns irrelevant. Dort haben wir halt eben die IO-Adresse eingetragen, haben gesagt, welchen Befehl eben diese IO-Adresse benötigt, was das für ein Datentyp ist, wie schnell wir den abfragen wollen, was in dem Fall bei Modbus TCP ja durch die Loxon-Config gedeckelt ist bei minimal 5 Sekunden, und haben das dann eben umgerechnet, weil die Ausgabe des Registers ist eben Watt. Und wir wollen ja Kilowatt im Endeffekt auf den Energiemonitor, auf den Energieflussmonitor geben. Und deshalb müssen wir den Eingangswert eben 1000 setzen und den Zielwert dann eben auf 1, dass das Endergebnis dann eben durch 1000 geteilt wird und wir dann unten in der Anzeige Kilowatt und nicht Watt stehen haben. Okay, super. Dann schauen wir uns jetzt mal den Energiemonitor genauer an. Vielleicht zoomst du einfach nochmal ganz kurz ein bisschen rein in der Config, dass wir den noch ein kleines bisschen größer haben. Genau, dass wir da mal sehen, was habt ihr denn am Energiemonitor jetzt alles angeschlossen? Also wir haben im Endeffekt das Register, was wir gerade eben uns angeguckt haben, also die Active Power von dem Core 2 von unserem Wechselrichter, von unserem PV-Wechselrichter, natürlich auf PV-Power oder Production Power in dem Fall draufgelegt, haben uns den Grid Import, also den Hausübergabepunktzähler, den wir auch über, kann ich gerade hier nochmal zeigen, das ist in dem Fall ein Janitzer UMG, dafür gibt es sogar Templates in der Library, den haben wir uns hier geholt, wie viel da wirklich consumed und also wie viel verbraucht und wie viel eben eingespeist wurde, das haben wir uns hier reingeholt, haben uns die Real Power, das ist in dem Fall die aktuelle Leistung, die über den Hausanschluss fließt, und eben die, wie ich gerade schon gesagt habe, die Exportleistung. Und das sieht man natürlich schon hier an den Zahlen. Wir haben wesentlich weniger importiert als exportiert. Das heißt, das Haus ist extrem energiepositiv. Wir haben das jetzt über eine dunkle Jahreszeit schon betrieben. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr am Markt mit dem oder am Start mit dem Haus, und das ist funktioniert ganz gut. Also die Vorgaben, die es demnächst da vielleicht geben wird, energiepositive Häuser oder zumindest EE65 Häuser zu bauen, die sind damit auf jeden Fall erfüllt. Okay, und dann haben wir ja direkt unten drunter den Baustein, den Energieflussmonitor. Da würde ich sagen, den gucken wir uns einfach mal in der Web-Oberfläche an. Das sieht ja in der App genauso aus, aber weil wir jetzt hier gerade am Laptop sind, gucken wir uns das natürlich mal über die Web-Oberfläche an, wie ihr das, was da jetzt alles passiert, auch wirklich sichtbar macht. Da machen wir eben sichtbar, was gerade auf unseren Wallboxen passiert, wie viel Leistung in das eine Haus mit 5 Wohnungen geht, wie viel Leistung in das andere Haus mit 5 Wohnungen geht, was am Hausanschluss passiert, was die PV-Anlage macht und wie unser Speicher eben gerade aussieht, was er tut. Wird jetzt gerade mit 9 kW beladen. Wir haben 11,2 kW Produktion, und der Überschuss, der nicht in den Speicher reingeht, geht in die Häuser. Diese Leistung hier auf dem Hausanschluss, die kriegen wir dadurch, dass es so viele Verbrauchstellen sind und wir alle 5 Sekunden aktualisieren können, nur leider nicht komplett auf Null. Also wir haben da immer so leichte Verbräuche von mal 100, mal 200 Watt. Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, auf die Umschaltzeit von dem Speicherwechselrichter. Wenn man sich da jetzt natürlich einen Speicherwechselrichter hinstellt, der die ganze Zeit Standby produziert oder Standby läuft und da unnötig viel Standby-Leistung verbraucht, kann man das natürlich auf null glatt ziehen, ist aber in dem Fall unwirtschaftlich. Wir verbrauchen so im Schnitt ungefähr 4 bis 6 Kilowattstunden pro Tag in der Sonnenzeit. Also das ist zu vernachlässigen. Das haben wir dann gesagt, das machen wir einfach so. Wir beziehen das weiter, glatter kriegen wir es nicht. Ja, okay. Und ihr habt ja, das ist ja wirklich so ein bisschen das Besondere auch bei eurem Projekt, wirklich die Strompreise, ihr fragt die ab, um dann auch, vielleicht kannst du das Prinzip nochmal zu erklären, wenn der Strompreis eben natürlich günstig ist, dadurch, dass ihr so einen großen Speicher habt, den Speicher voll zu beladen.
Genau, also wir haben uns, bevor der Spot Price Optimizer rauskam bei Loxon, haben wir uns da ein bisschen eine Krücke gebaut. Wir haben uns eine eigene Website geschrieben oder schreiben lassen, die eben den Spotmarkt abfragt im 15 Minuten Zeitfenster im Endeffekt. Und wir haben auch einen Stromtarif an dem Objekt, der eben auf diese Preise sich bezieht, also der dann 1:1 mit natürlich plus Netzdurchleitgebühren und Nebenkosten. Das ist auch das, was man hier sieht. Das ist auch in der Config eingebunden. Also wir wissen, Price Export ist quasi unser Spotpreis, den wir abfragen, und Price Import ist eben plus 10 Cent. Also wir vergleichen das und sagen dann eben, ab einer gewissen Schwelle will ich meinen PV-Strom einfach ins Netz verkaufen und will, weil ich weiß, dass in zum Beispiel 5 Stunden der Strom wieder günstig ist, vielleicht ist es dann aber schon dunkel und ich habe keine PV-Leistung mehr, möchte ich dann meinen Speicher aus dem Netz eben beladen. Und da haben wir uns eine Logik geschrieben, die einfach eben sagt, ja, jetzt bitte Speicher aus dem Netz beladen, egal ob PV-Leistung da ist oder nicht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, das heißt, dass ich das nochmal auch als Laie wirklich richtig verstehe. Ihr geht her und ihr sagt, okay, normalerweise wäre jetzt vielleicht gerade genug Leistung da, um auch meinen Speicher zu beladen, aber jetzt gerade ist es vielleicht auch teuer genug, das zu verkaufen. Und dann sehe ich, in ein paar Stunden ist der Strom wieder viel günstiger als für den Preis, für den ich es jetzt gerade verkaufen könnte. Das heißt, es macht Sinn, dann wieder aus dem Netz zu beziehen, um den Speicher voll zu beladen und jetzt, wo ich gerade viel dafür kriege, zu verkaufen. Ganz genau. Und das ist ja nicht nur monetär gesehen. In dem Fall, wo der Strom im Netz günstig ist, ist ja zu viel davon im Netz vorhanden. Also man entlastet das Netz ja dann zusätzlich noch. Ja, Das ist nicht und nur für wirtschaftlich gedacht, für den Betreiber sinnvoll, sondern auch für das Netz, um da eine Entlastung zu schaffen. ja, und kennst du ein anderes System als Loxon, wo das möglich wäre? Nein. Also es ist sehr, 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 sehr vielseitig einsetzbar. Deshalb haben wir uns ja für das System entschieden und wir arbeiten da auch exklusiv mit. Also wir haben keine anderen Lösungen, die wir da verfolgen. Wir sind davon überzeugt, dass das funktioniert und dass es wirklich nur damit funktioniert, weil man kann alles in einer App, wie wir es gerade schon gesehen haben, PV-Produktion, Hausproduktion, irgendwelche Webseiten abfragen. Man kann das alles von überall auf der Welt steuern, man hat eine perfekte Weboberfläche, man hat einen super Support. Also das ist für uns das einzige System, was für so eine Regelung oder für so ein Energiemanagement, für so ein umfangreiches in Frage kommt. Ja, und ich glaube auch gerade dieses Thema mit der Strompreisabfrage und dem Einspeisen bzw. dem Speicherbeladen, das war auch was, was dem Investor ganz, ganz wichtig war an der ganzen Thematik. Weil natürlich, klar, ein Investor geht vielleicht her und baut ein Mehrfamilienhaus bzw. hier ein Wohngebäude mit mehreren Wohnungen, aber in eurem Fall war der Investor auch, ja, auch selber stark an dem Thema PV interessiert. Genau, der Investor ist in dem Fall sehr interessiert gewesen, dass es halt nachhaltig funktioniert, dieses Haus, dass es sich eigentlich selber trägt. Die Mieten dort sind auch mit pauschalen Nebenkosten berechnet. Also er muss da schon schauen, dass er irgendwie so günstig wie möglich den Strom eben einkauft oder selbst produziert und so gut wie möglich speichert, um eben dann von seiner Kalkulation der Pauschalnebenkosten nicht irgendwie aufgefressen zu werden, dass er da eben drauflegen muss bei seinem Objekt. Und das ganze Gebäude läuft bei einer Autarkie von über 80%, und da reden wir nicht nur von den normalen Hausstrom, sondern da ist alles dabei. Da ist Warmwasser, Heizung, die ganzen Nebenenergieflüsse, also Treppenhausbeleuchtung, Aufzug. Beide Gebäude haben, also alle 4 Gebäude, die erstellt wurden, haben einen Aufzug, und sogar die Wallboxen sind damit in diesen 80% drin. Das Ja. ist, glaube ich, so einigermaßen einzigartig in der Region hier und, ich sag mal, weitergedacht, vielleicht sogar deutschlandweit. Ja, also auf jeden Fall ein richtig beeindruckendes Projekt, David. Jetzt haben wir eben schon über diese ganzen Verbräuche gesprochen, die da in so einem Haus anfallen. Das heißt natürlich auch, dass da teilweise ganz schöne Lastspitzen zusammenkommen, wo wir ja wieder sozusagen beim rumgedrehten Punkt wären. Vielleicht habe ich dann hohe Lastspitzen, wenn gerade eigentlich vielleicht nicht genug PV produziert wird, aber der Strom auch gleichzeitig sehr teuer wäre einzukaufen. Wie geht ihr mit diesem Thema um, Lastspitzen kappen?
Also wir haben natürlich da eine Regelung eingebaut, die uns eine Lastspitze quasi, also die wir eine Lastspitze vorgeben, die maximal gefahren werden darf. Können wir Und vielleicht mal in alle. den Lastmanager reingucken? Den habt ihr ja bestimmt in der Config auch drin. Genau. Das habe ich in dem Fall über den Energiemanager gelöst Ja. und habe eben gesagt, ich will eine Maximalspitze von 100 kW haben. Darüber laufen jetzt meine 10 Wallboxen und nur diese Wallboxen. Die ganzen anderen einzelnen Heizungsverbräuche oder die ganzen anderen regelbaren Lasten, die wir haben, sind ja dann nur noch die Heizungen in den Wohnungen. Die laufen dann über einen Lastmanager auf dem jeweiligen Miniserver, der zentral angesteuert wird. Das würde jetzt zu weit führen, in jeden Wohnungsminiserver reinzugehen. Im Da Endeffekt ganz habe kurz ich. eingeworfen, jede Wohnung hat nämlich auch einen eigenen Miniserver. Richtig, also wir haben in Summe da 25 Miniserver verbaut in dem Projekt und Ja. die Mieter, die da drin sind, haben halt dann auf ihren Miniserver natürlich den exklusiven Zugang neben der Administration eben, wenn irgendwas ist, und können das halt so aus sich individuell dann konfigurieren. Ja, und wenn jetzt, du hast ja angesprochen, ihr habt da Infrarotheizplatten. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie eigentlich auch relativ lange warm bleiben, selbst wenn die jetzt mal kurz quasi keinen Saft kriegen. Das ist, glaube ich, hier ein großer Vorteil, um eben Lastspitzen zu vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Also wir kratzen da immer so an den 100 rum im Endeffekt, aber wir kommen eigentlich nie drüber. Wir werden jetzt im zweiten Step jetzt nach einem Jahr Betrieb die Lastspitze nochmal runtersetzen und werden gucken, ob wir da vielleicht auch mit 80 kW oder vielleicht sogar mit 75 kW hinkommen. Das ist jetzt noch so ein bisschen Einstellungssache oder Vorgabe eben vom Vermieter, gerade wenn jetzt mehr Elektroautos dazukommen. Aktuell sind da, glaube ich, erst 3 Elektroautos an den 10 Wallboxen angeschlossen, die da regelmäßig laden. Wenn es halt mehr wird, muss man da wirklich sehen, dass man da eine Regelung findet, die dann Ja. vielleicht noch ein bisschen niedriger Ja. ist. Und ganz kurz eben nochmal erklärt, wie das bei dem Bewohner sozusagen in der Wohnung ist. Der kriegt davon eigentlich nichts mit. Wenn jetzt sich so eine Lastspitze ankündigt oder eine Lastspitze da ist, dann nimmt man halt einfach mal für ein paar Minuten die Infrarot-Heizplatten oder Heizplatte mal weg, um diese Lastspitze einfach zu kappen und zu vermeiden. Aber in der Wohnung bleibt es trotzdem warm, weil die Platte ist ja schon warm und die hält ja auch eine entsprechende Zeit die Hitze, aber hat für euch den Vorteil, dass eben diese Lastspitze da einfach abgeschnitten wird. Ganz genau wichtig ist es uns halt auch, dass wir da keine Komforteinschränkungen haben durch irgendwelche neuen Techniken oder innovative Techniken, die verbaut werden. Es soll sich halt so anfühlen, als würde man in einem ganz normalen Haus mit ganz normaler Fußbodenheizung oder sonstiger Heizung wohnen, und eben das nicht wirklich merken, dass irgendwie da was gerade weggeschaltet wird. Das ist auch natürlich ein Hauptpunkt gewesen, den der Investor auch haben wollte. Er wollte da hochwertigen Wohnraum schaffen, smarten, hochwertigen Wohnraum. Und da darf es halt zu keiner Zeit irgendwie zu irgendwelchen Komforteinschränkungen kommen. Zum Beispiel einen Warmwasserdurchlauferhitzer, den würden wir jetzt zum Lastmanagement nicht wegschalten, weil wenn man in der Dusche steht und hat auf einmal dann für wirklich 10, 15, 20 Sekunden kaltes Wasser, ist relativ unangenehm und würde ich dann schon als Komforteinschränkung betrachten. Von daher regeln wir nur die Ja. regelbaren Lasten, die wirklich jetzt niemand merkt, so im Endeffekt, Ja, ne? genau. Okay. Lass uns noch Das mal sind in dem kurz ein Fall ganz kurz Wallboxen oder eben die Heizung. Ja, lass uns noch mal kurz einen Blick drauf werfen, wie ihr das mit der Strompreisabfrage jetzt gelöst habt. In eurem Fall, es ist ja eine bisschen zusammengebaute eben Sonderlogik, weil zu der Zeit gab es den Spotpreisoptimierer noch nicht. Zeig uns das vielleicht einfach mal ganz kurz, wie ihr da an dieses Thema rangeht. Also wir holen uns die aktuellen Strompreise über virtuelle Eingänge, in dem Fall über die virtuellen HTTP-Eingänge von unserer selbstgebauten Website. Da fragen wir eben ab den Durchschnittswert der nächsten 10 Stunden. Warum 10 Stunden? Weil das für uns die praktikabelste Lösung war, um eben vorgreifend und nacheilend eben immer das gleiche Fenster zu haben. Wir kennen die Strompreise um 14 Uhr an diesem Tag für den nächsten Tag. Das heißt, wir sind ungefähr 10 Stunden vor
Mitternacht bei 14 Uhr mittags. Das verschiebt sich immer um ein paar Minuten. Das ist nicht immer genau um 14 Uhr, kommen diese Preise raus von der Strombörse. Und deshalb haben wir da dieses 10-Stunden-Zeitfenster gewählt, um dann halt von der Visualisierung her einfach sauberer zu sein. Und es ist im Endeffekt egal, ob man 10 Stunden in die Zukunft sieht oder 24. Die Logik regelt das. Wir wissen dann den aktuellen Strompreis in der 15 Minuten Abrechnungsperiode. Es gibt natürlich bei diesen Spotpreismärkten gibt es immer eine 15-Minuten-Taktung und eben eine Stundentaktung. In dem Fall brauchten wir diese 15-Minuten-Taktung, weil der Kunde den Tarif 15 Minuten hat. Ansonsten hätten wir das jetzt wahrscheinlich auch schon auf den Loxone-Spotprice-Optimizer umgebaut, der eben dieses Stundenfenster bedienen kann. Dann wissen wir, wie unser Maximal Preis ist in den nächsten 10 Stunden, und ich habe dann für den Kunden noch so eine Uhrzeitanzeige mit einer kleinen Logik gebaut, der dann genau sagt, okay, um so und so viel Uhr ist diese Negativzeit, das wollte er gern wissen, und wir wissen dann auch, was in den nächsten 10 Stunden unser Negativpreis ist. Das Ganze kann man natürlich riesig weit treiben, kann sich hier 24 mal 4 Eingänge bauen. Man kann das alles über Loxone auswerten oder in dem Programm. In dem Fall haben wir das nicht getan, sondern haben uns das über eine Python-Website oder ich weiß nicht genau, in welcher Sprache der Programmierer das programmiert hat, aber für uns so umgesetzt, dass wir es mit Loxone eben einfach über diese HTTP-Befehle auslesen können. Ja, wir haben dann Befehlserkennung drin und wissen dann, okay, alles klar, das ist jetzt unser Wert. In dem Falle der Durchschnittswert der nächsten 10 Stunden, das sind 91,67 Euro pro Megawattstunde. Das heißt 9,1 gerundet 7 Cent pro Kilowattstunde. Und dann die Logik dahinter, wie geht's dann weiter? Ihr habt vorne die Eingänge und dann wird das Ganze über kleiner und größer Bausteine nochmal Genau. weitergegeben. Richtig, wir haben die Auswertung eben, was ist mein aktueller Preis? Dann sage ich, ab welchem Preis, das kann der Kunde aktuell noch händisch einstellen, weil er gerne noch die Macht darüber hat und da keine Logik haben will, die das automatisch macht. Kann sagen, ich möchte erst meinen Speicher beladen, wenn die Strompreise negativ sind. Und möchte aber schon ab einem Cent quasi entladen, weil wir aktuell so viel Sonnenenergie haben und der Speicher eigentlich immer voll ist, dass der Speicher immer genutzt werden kann. Dann haben wir das natürlich verglichen. Okay, wenn jetzt im Endeffekt die Schwelle der Ladung kleiner ist als der aktuelle Preis, dann passiert X. Die Freigaben sind in dem Fall einmal für den Speicher und einmal für die Wallboxen eben. Da haben wir auch eine Logik gebaut. Der Kunde rechnet natürlich mit den Mietern ab einen Betrag X pro Kilowattstunde, und wenn wir halt im Bezug sind und der Strompreis extern höher ist als das, was vereinbart war, ist es natürlich auch schlecht für den Betreiber des Gebäudes. Von daher wird dann die Ladung dann für die 15 Minuten eben kurzzeitig mal gestoppt. Okay, aber lass uns das auch nochmal zusammenfassen. Das ist ja was ganz Besonderes, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel an den Winter oder an die dunklen Monate denken. Durch diese Möglichkeit über das Energiemanagementsystem mit Loxone könnt ihr ja in die Zukunft gucken, was die Strompreise angeht. Guckt dann, wann ist der Strompreis vielleicht sogar negativ. Heißt, ich kriege was oder ich zahle nichts dafür, wenn ich Strom verbrauche. Und genau zu dem Zeitpunkt macht es quasi klack und dann wird der große Speicher, den ihr habt, vollgeladen. Und sobald der Speicher voll ist, dann könnt ihr damit auch wieder durch die Nacht oder durch die dunklen Stunden kommen, wo ihr jetzt selber wenig bis nichts produziert. Genau, und deshalb haben wir da auch dieses System eingebaut mit dieser Leistung. Also wir können ja wirklich im Peak 75 kW in den Speicher reinfahren, und damit kann man halt in 15 Minuten Zeitfenstern relativ viel Energie sogar dann da in den Speicher reinladen. Das ist halt ein System, was natürlich eine Anschaffung etwas teurer ist als jetzt so ein kleiner Hausspeicher mit 10 Kilowattstunden. Aber für die Größe und für die Anzahl der Wohnungen gedacht, ist es im Endeffekt nicht teurer, als wenn man sich jetzt pro Wohnung einen Kleinspeicher hinstellen würde. Das ist halt sehr, sehr gut skalierbar, so ein System.
Ja, und dann lass uns noch mal ganz kurz nur auf die Wallboxen gucken, wie ihr die eingebunden habt. Ich glaube, 10 oder 12 Wallboxen zumindest sind, also es ist jetzt noch ein Mischmasch, es sind Loxon-Wallboxen, aber ich glaube auch, welche anderen Wallboxen habt ihr noch drin? Also wir haben auf dem Projekt jetzt, das ist Bauabschnitt 1, dort haben wir Alphen-Wallboxen eingesetzt. Das sind Ja. 10 Stück an der Zahl. Die sind in dem Fall über Modbus TCP auch eingebunden. Da gibt es verschiedene Parkplätze eben, die denen eine Wallbox zugeordnet ist. In dem Fall ist jetzt Parkplatz 1 bis 5 und dann Parkplatz 11 bis 15. In der Mitte sind noch 5 Parkplätze ohne Wallbox und die sind eben genauso eingebunden, auch über die Modbus-Adresse eben, über die IO-Adressen. Wir können den Ladestrom eben vorgeben. Das ist genauso eingebunden über halt eine IO-Adresse, über ein Repetition-Intervall und über, ich sag mal, die Umrechnung des Wertes, was in dem Fall keine Umrechnung bedarf, weil die Alphen-Wallbox direkt Ampere versteht. Wir müssen es nur noch einmal umrechnen, weil der Wallbox-Baustein, hier sehen zum Beispiel, der gibt natürlich kW, Target Charging Power aus. Die Wallbox versteht aber in dem Fall keine kW, sondern die möchte gerne eine Ampere-Vorgabe haben. Das rechnen wir dann einfach um. Ganz stupide mit einer Umrechnung, mit einem Faktor und dann kommen wir da hin, dass wir einfach sagen können, okay, das sind jetzt deine 11 kW ungefähr, die gerade da freigegeben sind. Genau. Wir wissen natürlich auch, was für eine Leistung auf der Wallbox gerade gefahren wird, wissen, was da jemals drüber geladen wurde. Wir haben natürlich hier welche drin, die wurden wenig benutzt. Dann haben wir welche drin, die haben hier schon 1700 Kilowattstunden geladen. Dann haben wir Ja. welche, die haben 7500 Kilowattstunden geladen. Also das ist natürlich alles sehr individuell und wird dann eben über die aktuelle Leistung und über die Vorgabe eben, die vom Lastmanager kommt oder vom Energiemanager im Endeffekt, die dann eben die einzelnen Verbraucher freigibt, einfach geregelt. Ja, okay, David, also es ist ein sehr interessantes Projekt und man sieht, da steckt einiges an Arbeit und an Hirnschmalz drin, zeigt aber auch, was gerade in dieser Größe auch möglich ist mit einem System wie Loxon. Ich sage Dankeschön für den Moment, danke, dass du uns da mal auf die Config hast blicken lassen und ja, vielleicht müssen wir mal mit dir sprechen, dass wir irgendwann mal ein Webinar zusammen machen, wo wir uns das Thema nochmal genauer angucken. Da können wir ja bei der Campus-Einweihung drüber sprechen. Genau, da sehen wir uns eh. David, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald, mach's gut. Gerne, danke auch.